Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden dann noch ein paar Kälber umschauen. Aus irgendwo sind noch ein paar hinzugekommen. Ja, die werden wir jetzt gleich wieder rüberfahren. Dann müssen wir noch Milch verkaufen oder müssen wollen, ne? Von müssen kann nicht die Rede sein, aber hier kommen wir 0,1. Achso, das ist ein Kälber. So. Männlich, verschieben. Verschieben, so. Das sind die Großen. Nanu, du hast mehr gehabt. Oder war das hier wahrscheinlich alles weiblich? Nee, männlich auch bei. Ich bin drei Mounts nicht. Das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt drei Stück. Ja, da haben wir nicht viel. Haben wir vorhin erzählt. Okay, macht nichts. Wir werden trotzdem jetzt mal den Milch verkaufen. Bei den drei werden wir nicht durchfügen. Dann werden wir hier noch kurz abkuppeln. Und dann holen wir den Milchanhänger. Straße zeichnen wir den auch noch. Das können wir eigentlich gleich machen, bevor wir dunkel sind. Ne? So. Abstellen. Das heißt, den Bereich, wo wir jetzt fahren, Straße, da vorne bei der Hotchocke ein bisschen abdenken noch. Abdenken machen wir gleich. Dann speichern wir ab. So. Gehen wir auf Textur, Landschaften. Jetzt texturieren. Das heißt, texturieren heißt malen. Malen können wir machen, ja. Das heißt, hier werden wir ein bisschen, wo wir jetzt malen, im Prinzip auch entsprechend absenken. Ne? Wir haben ein bisschen schätzen. Also nur 100% muss ich ja nicht sein, ne? Aber ja, die Kühe melden sich schon wieder. Und da wollte ich hier im Prinzip in dem Bereich, wo die die Weide im Prinzip mit dem Gras beginnt, da wollte ich eine Straße hinsaubern. Ich will ja den Kühen das Gras hier wegnehmen. Ne? Das funktioniert über Ziesen so ganz. Dass eine Art Weide für die Tiere dann vorhanden ist. Das muss ja nicht perfekt sein. Bin ein bisschen flexibel, sagt man so, ne? Und da ist hier eine Art Parkfläche, wenn wir hier auch ein bisschen malen, ne? Okay, wir haben ein bisschen begradigen. Das wäre das. Ja. Brauchst eine ruhige Hand, ja. Aber das passt schon so. Man kann ja auch hinterher zur Not sogar mit Gras nacharbeiten. Also so schlimm ist es auch nicht. Ja, da wollen wir ein bisschen runtersetzen. Dass wir hier nicht so kippen müssen. So, das heißt, wir mal ganz kurz Modus ändern. Und zwar auf über X. Und dann werden wir jetzt mit planieren und angleichen. Angleichen, nicht planieren heißt, wir müssen hier, also sie müssen, ich will das jetzt so machen, dass wir jetzt im Prinzip das auf diese Höhe bringen. Ne? Also hier
ist mir das persönlich zu hoch. Straßentechnisch gesehen, ne? Dann brauchen wir mit dem Bergauf fahren, ne? Muss ja nicht sein. Das ist ja Quatsch. Das werden wir hier auch noch ein bisschen begradigen, Anführungszeichen, ne? Und wir müssen halt hier das ein bisschen angleichen, dass wir hier das hier muss ich ein bisschen anebnen, ne? Sonst passt das ja nicht, ne? So. Angleichen heißt mit einem Mausrad. So, das hier ein bisschen runterholen, zumindest den Weg hier und den Weg hier. Da können wir hier auch gleich machen, dass ein bisschen besser ist. Die Textur ist nicht die gleiche wie das andere, aber das ist egal. Hauptsache wir haben eine Straße hier. Das sieht ganz gut aus. Das kann ruhig ein bisschen höher sein. Das Gelände, das macht nichts. Das ist ist okay. Muss mal sehen, ob wir noch ein Blumenbild hinkriegen. Ne? Vielleicht ein paar Sträucher oder ein Bäumchen oder so. Mal sehen, was es also gibt. Hier noch mal ein bisschen angleichen. Ja, nicht höher holen. Ach so, ja. Angleichen heißt ja auch im Prinzip. Na gut. Schräger machen, ne? Das kann so bleiben normalerweise, ja. War mal eine Testfahrt, ne? So ein bisschen mehr Platz. Ja, ist schon ein bisschen angenehmer zu fahren. Jetzt werden wir hier unseren Mist wegfahren, ne? Einmal. Wenn wir 1000 Kühe haben, ne, hier können wir auch ein Förderband zum BGH bauen, ne? Irgendwie muss es gehen. Oh, geht auf. So, auf zur DGH. Unser Goldesel hier. Ist da nicht im Shop größere? Lücken da nicht an. Wäre ja auch ein Ding. Ne? Das fahren wir unten im Futter, ne? Ja, wird sich nicht lohnen. Weil besser ist, wir machen daraus Energie, mehr Geld für. Ja, nicht so gut, kommt nicht rein. Viel zu mühselig. Sauber da war auch. Aber wer das weiß, letztes Jahr hier in Thüringen war das gleiche. Das Laufsagen trocken war, das hat mich eher gewundert. Aber gut. Das ist auch so, ne? Schon wieder 9. Das Zeit vergeht aber auch hier. Jetzt dann wieder anfangen, geht das auch. Ja gut, nebenbei habe ich noch Wäsche gemacht, nebenbei Armut gekocht, ein bisschen eine Kleinigkeit und ja. Wäsche aufhängen, Wäsche wegräumen und so alles. So. Ja, das geht ganz gut hier. Die Ecke können wir ein bisschen machen, ah, wie da. Da können wir ein bisschen tun.
mal am nächsten Punkt. Milch. Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Guck mal, 200.000 verdienen, ne? Über Nacht. Mal ein Jahr lang im Leben. Kaufe mir ein Haus irgendwo im Südsee. Weit weg vom Fluss. Ja, die Milch gibt's bei den Kühen, ne? Wo willst du hin? Voll. Ah, Igelsee. Bei noch Steffen, schon. Wo gibt es den Bestpreis, ne? Also, Milch. Oh, 1600. Das darf ich auf der Arbeit nicht erzählen. Fast 1007. Superpreis. Haben wir Lichter gemacht? Nee, das hier. Ja, ist dunkel. Wir haben noch ein Fahrzeug zum Reiten und zum Beispiel. Naja, bitte. Das rennt ja nicht weg, ne? Also, wir können ja morgen auch nochmal einen Kurs einfahren für die Lage. Neu. Reitschritte war für Stroh. Wir haben noch ein Feld mit wo wir auch Stroh runterbringen können, ne? Also, das ist die 41. Mit der Lunge jung, glaubt ja, sie wäre Rekorddürre, wenn sie es ja. Und zurzeit ist es 1000 Einregen nach dem anderen. Also nicht wie im Spiel, aber in der Realleben. Ne? Also, das Dürre ist nicht zu spüren. Die Meteorologen, die jetzt Vorhersage machen für den Sommer, die werden alle eingesperrt. Die sollen mal die Vorhersage für 10 Tage hinkriegen. Das ist gut. Guck mal, eine Glaskugel. Oh, 100.000, hier finde ich. Wenn wir leider nicht Schulden zurückzahlen. Viel ausgeben wir jetzt eh nicht. So. Also für 1000. Ne? Weil Schulden zurückzahlen, geht gleich hier rein. Wir werden nicht alles zurückzahlen können, aber ein Teil. Na, ein Teil. Ja. Dann haben wir so viel Zinsen zu zahlen. Ne? So, dann werden wir mal gleich den nächsten Anhänger nehmen und für ein Video. Ja, die geht gut. Die ist nur vorbei. 8 Kilometer Geld für die von der BGA.
Und dann können wir morgen früh, als wir hingehen und Khartoum, haben wir ja 10, dann noch das Hell, fahren wir bei, können wir 5 fahren, ne, normalerweise, ne? Kann ich so, dann habe ich mich jetzt von der 5 laufen lassen. Ja. Dann können wir dann mit 5 gleich wieder Bügel fahren, ne? Das dauert ja noch eine Weile. Fahren wieder in die Garage, da beim Stall, da wir düfen müssen. Da passt das schon. Schön, dass wir das Gras hier genommen haben, das sieht besser aus. So, gleich mit den Wänden. Jetzt können wir rückwärts reinschieben. Oder reinstellen. Können wir, mehr Mist haben wir nicht? Nö. Ist halt so, ne? Fahren wir halt den Rest morgen rein, ne? Ich bin gespannt, ob der Kastor für Mod zaubert mit den Füttern und so. Ne? Das funktioniert. Wir haben es geschafft. Wir brauchen nur ein Silo voll schmeißen ungefähr. Und dann wieder automatisch in Richtung Stall. Mit Glück sogar so, dass wir nur Stroh, Silage und Dings anfahren müssen. Theoretisch. Mit Glück. Dann haben wir es geschafft. Auch die Folge haben wir geschafft. Und ich schon, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich mache gleich weiter mit der nächsten Folge. Und zwar, wenn wir jetzt hier ein bisschen aufrollen, dass wir den mal wegnehmen. Beziehungsweise mal so reinfahren. Oder mal schief und den Gewinn gehen. Verkaufen. Ich kenne. Tschüss.